Ach so. Ich dachte, was ist das? Zu einem Video. Und zwar wollte ich mal wieder ein Horrorspiel spielen, was einigermaßen gruselig ist und nicht so wie die restliche Scheiße, die ich gespielt habe. Und zwar habe ich dann das Spiel gefunden, The Story of Henry Bishop. Ich glaube, das ist ein relativ gutes Spiel, weiß ich aber nicht so ganz genau. Ich habe mich nicht wirklich drüber informiert. Ich habe nur ein, zwei Videos angeguckt und an sich sieht das Spiel ganz gut aus. Da das nur eine Person gemacht hat, müsste das vielleicht nicht so gut sein, aber trotzdem schätze ich mal, das müsste eigentlich für uns ausreichen. Ich drücke mal auf Starten, mal hoffen, das Spiel wird einigermaßen okay, sagen wir mal so. Eine Background-Geschichte. Wir wachen also in einem verbluteten Zimmer aus mit... Oh, was ist das denn? Hä, was war das denn gerade? Was kann eine Frau mit einem Messer? Ja gut, das ist ein Horrorspiel, was man da erwarten, also... Bin mal gespannt. Hier ist eine Note. Vier Schränke haben seltsame Symbole. Mir scheint, ich habe etwas schon einmal gesehen. Als ob die Symbole diese Kreatur nach ihnen nicht lassen. Der einzige Ort, an dem ich schlafen kann, sind diese verdammten Kleiderschränke. Ich kann nicht herausfinden, wie ich aus diesem Ort herauskomme. Das einzige Essen, das ich hier finden konnte, sind Ratten. Lecker. Die Wespen um meinen verletzten Körper schwärmen. Die warten darauf, dass ich meinen letzten Atemzug mache, um seinen kleinen Magen mit deinem Fleisch zu füllen. Ach so. Ach, hier ist was. Hm? Der Tonarm fehlt von den... Gramophone. Alter, was für ein komischer Name. Kann ich in den Schrank reingehen? Ah, ich kann mich, glaube ich... Ah ja, ich kann mich verstecken. Warte, ich habe so Angst, dass gleich ein Jumpscare kommt. Leute, ich habe schon lange kein richtiges Horrorspiel mehr gespielt. Ah, das ist ja noch der Anfang. Ich glaube, so schlimme Sachen kommen bis jetzt sicher nicht. Aber ich habe trotzdem irgendwie Angst, dass gleich irgendwas kommt. Oh mein Gott, was ist das? Ich schließ mal lieber die Tür. Oder auch nicht. Was hat ein Kind da drinne? Ich glaube, ich gehe lieber nach unten. Oh man, da liegt eine Leiche. Ach man, nein, ich hab voll Schiss. Ach Gott, ich hab schon ewig kein Horrorspiel mehr gespielt. Ich glaube, das ist der Kalorienentzug, weil der hat nicht wirklich was zu essen gehabt. Oh, was ist das? Oh, du Heilige. Ich habe mich gerade von der Ratte erschreckt. Sind das Köpfe? Ey, das sind einfach Köpfe. Alles klar, das sind einfach Köpfe im Schrank. Kann ich hier... Ah, ein Schlüssel. Natürlich ist ein Schlüssel im Kopf drin von diesen... der Leiche. Oh Gott. Ich habe Angst. The locker is locked. Radio, kann ich damit irgendwas machen? Ah, ach so, man kann Sachen prüfen. Das wusste ich gar nicht. Radio ist in der UdSSR hergestellt. Ah, ja gut. Eine Maske. Ich will gar nicht denken, wer diese Maske trug. Ja, will ich irgendwie auch nicht wirklich wissen. Vielleicht ist hier irgendwas. Oder auch nicht, nee. Da liegt aber was. Ah, der Grammophonarm. Den brauchen wir noch für oben. Was ist das hier? Ein Zettel? Sucht Yasuo Peterson, 13 Jahre alt. Er verließ sein Haus am 27. September und sein Standort ist bislang unbekannt. Wer Auskunft geben kann, ruft bitte an. 363-5050. Ich glaube, das ist der Junge von oben gerade. Alter, Alter, was zum Fick? Okay. I need to hide. This creature haunts me. Ich glaube, ich muss... Warte mal, ich muss... Oh, bitte nicht aufstehen. Ich glaube, ich muss mich jetzt im Schrank verstecken. Bitte, bitte töte mich nicht, lieber Junge. Okay, ich schnell hier rein. Ich kann das Licht ausmachen. Ey, da habe ich mich gerade erschrocken. Das sah zwar extrem billig aus, aber ich habe mich gerade trotzdem richtig hart erschrocken, Leute. Oh Gott, was ein scheiß Spiel das eigentlich ist, aber... Atmosphäre hat es auf jeden Fall. Okay, ich glaube, es ist weg. Oder? Bitte sag, dass es weg ist. Ja, ich tue mir diesen Grammophon mal wieder hier dran. Gramophone lacks the tone arm. Ah, jetzt. There is no record here. Ach, da ist keine. Jetzt müssen wir noch eine Platte finden. Diese andere Tür, wo wir vorhin drin waren. Vielleicht kann ich jetzt da reingehen.
Oh, der Junge ist ja weg jetzt. Okay, Tür schließ mal bitte. Ich will nicht, dass der Junge hier reinkommt. Und Teddybär. Teddybär ist ziemlich angeschlagen. Teddybär wurde anscheinend ziemlich hart misshandelt. Oh, ist auch, warte mal, ich habe doch einen Schlüssel. Wieso bin ich nicht vorhin drauf gekommen, dass ich einen Schlüssel habe? Ach, guck mal, die Schallplatte. Schallplatte. Okay, da war es gerade noch, glaube ich, irgendwas. Nein, doch nicht. Okay, gut, niemand. Oh, pff, oh, oh. Schnell hier rein. Licht aus. Alter, diese Geräusche. Boah, hören sie, die hören sich voll ekelhaft an. Okay, der ist weg. Ich glaube, ich gehe mal schnell wieder zurück und tu mal die Schallplatte erstmal hier rein. Oh, guck mal, jetzt können wir sogar ein bisschen nachhören. Mein Name ist Harold Bishop und ich werde dir meine horrible Story erzählen. Diese Story hat mir in den späten 70s und in der most terrible Nightmare will seem only echoes of horror in comparison with those mysterious events which I participated in. I worked as a real estate agent, and we had an old mansion in the Maine, which no one could sell. It was a dead weight on our company, as a stale product on the store's shelf, which was losing its value every day. After all, houses also have a shelf life. And then, one May morning, the silence of our office on the Fifth Avenue was broken by a telephone call. That call changed my whole life. It was a Mr. Johnson. A very strange client was willing to seize this old junk called house. And even the fact that a family of five people disappeared in this house did not frighten him. But on the contrary, it was the reason for such a strange purchase. After a brief conversation, my boss decided to send me to Stonebridge, to this provincial hall in Maine. My task was to inspect the house and make sure that it still didn't fall apart, and then to contact the client for a deal. My name is Henry Bishop. I will tell you my horrible story. Ah, jetzt fängt das Spiel erst richtig an. Ach so, ich dachte, das ist schon das Spiel. Okay. Also, was muss ich jetzt genau machen? Alter, ich passe nie auf in diese Spielen. Was ist das denn? Sicherheitskasten? Ah. Okay, jetzt habe ich es hinbekommen. So, jetzt müssen wir, glaube ich, rein. Warte, jetzt können wir, glaube ich, reingehen. Ich schätze zumindest mal. Okay, der Schlüssel hat in der Tasche. Gott, es ist dunkel da drinnen. Oh, ich dachte schon, wir müssen so jetzt reingehen, weil es so extrem dunkel vor allen Dingen da ist. Oh, hier wieder so extrem lange Ladezeiten. Also ich habe immer so ein Gefühl, wenn das Spiel lädt, dass das Spiel einfach stumpf abstürzt, weil irgendwie dauert es echt so 2 Minuten, bis das Spiel geladen hat. Oh, okay, in Taschen habe ich auch, muss wenigstens keine suchen. Nichts, auch ein Bild. Ich frage mich, ob das die Hausherrin ist. Ja, bestimmt die eine mit dem Messer, wie die wir vorhin gesehen haben. Ach, ist die Uhr. Ich dachte schon, was ist das? It's jammed. I need to pry it with something. It's jammed. Ja, okay, das verschlossen können wir nicht aufmachen. Ich weiß nicht warum. Dieses Bild sieht extrem verstörend aus. Irgendwie. Dieses Zimmer sieht extrem verstörend aus. Alter, dieses Bild. Oh, was ist das? Das sieht aus wie ein Ritualstab. Ja, sieht irgendwie echt so aus. Bestimmt ist der Schädel sogar echt. Opfer des Feuers war die 7-jährige Alekia Nelson. Die Tragödie geschah am 5. September um 12.30 Uhr. Nach vorläufiger Angabe brach das Feuer in Nelson Haus infolge eines kindlichen Streichs aus. Das Spiel mit dem Feuer kostete die 7-jährige Alicia Nelson das Leben. Ihr 10-jähriger Bruder Robert erlitt leichte Verbrennung und wurde ins Krankenhaus von Edmundo gebracht. So, also Kinder, nie mit dem Feuer spielen. Sehr gefährlich, hat mir gerade gemerkt. Ah, ein Safe. Ich glaube, die Kombination bekommen wir sicher auch gleich irgendwo her. Kann ich noch hier irgendwas finden? Was man lesen kann? Nee, ich glaube. Ach, warte mal. Bild habe ich mir gar nicht angeguckt. Nee, warte mal. Hinten ist doch. Hier ist noch eine Tür.
Wieso? Ah, ein Messer? Wieso kommen wir... Okay, da liegt einfach ein Messer unterm Kissen. Ah, jetzt kann man das Dings öffnen. Hm? Ja, die Schranktür. Alte Biber. Anscheinend wurde sie wenig gelesen. Ja, sieht nicht gerade benutzt aus. Warte mal, hab ich... House key. Ja, okay, nee, ich glaube, ich gehe kurz zur Schranktür hin, weil ich glaube, mit dem Messer können wir das öffnen. Und zwar so, ja, wusste ich doch. Oh, nee, Alter, da steht gerade jemand am Fenster. Wieso steht da immer jemand am Fenster? Alter Stopfer zum Reinigen von Verstopfungen. Ja, kann man sicher gebrauchen. Ich will nicht dahin gehen, vielleicht kommt sicher ein Jumpscare oder so. Okay, die ist weg. Oh mein Gott, das ist glaube ich die Siebenjährige oder so ähnlich. Ich glaube, ich gehe einfach mal nach oben. So. Ah, Gänsehaut. Oh nee, das ist eine Puppe. Ach so. Ich dachte, was ist das? Wow! Heilige Scheiße! Was zum Fick? Alter, wo kommt das denn Vieh her? Okay, ich glaube, ich muss schnell rausgehen jetzt, Alter. Was? Hey, was passiert hier eigentlich? Leute, was passiert hier eigentlich? Soll ich einmal bestimmt wieder reingehen? Ich glaube, ich geh mal stumpf wieder rein. Wieso bin ich voller Blut jetzt? Ja gut. Ich sehe auf jeden Fall sehr viel. Sehr viel. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel abbekommen. Aber ich glaube, ich sag mal, das reicht auch erstmal. Ich weiß, ihr wollt ja noch mehr davon sehen. Ich schätze mal schon, das Spiel ist schon... Jein, das ist zwar nicht wirklich gruselig, aber hat wenigstens Jumpscares und so. Ich sag mal, auf jeden Fall, lasst ein Like da und so sehen wir uns vielleicht das nächste Video oder so. Ciao dann.